offen sind und dann vielleicht auch wirklich einen ganz intensiven Satz sagen, was Sie jeweils dafür tun werden, dass Sie die Situation für Menschen mit Suizidwunsch verbessern würden. Dass Sie ganz kurz und wirklich knapp auf die Fragen eingehen, dass dann den anderen Satz vielleicht sagen, dann diskutieren wir weiter beim Wein, oder? Okay. Ja, also hier vorhin kam die Frage auf, also ob bei der Depression die Entscheidungsfähigkeit das nicht angenommen geblieben wird, hatte ich ja ausgeführt, das sehe ich nicht so. Also ich finde es richtig, dass wir versuchen, die Depressiven zu behandeln, wo die Störung behandelbar ist. Das ist bei vielen älteren Menschen ist es möglich. Es kann zum Beispiel durch einen bestimmten Vitamin B-Mangel kann es zu einer Depression kommen, der behandelbar ist, also Schilddrüsenerkrankung der Gaschen. Aber wenn derjenige dann depressiv bleibt und will den also Suizid vollziehen, dann also ist es seine Entscheidung und muss akzeptiert werden. Somit also spreche ich den Depressiven dieses Recht nicht ab. Und Sie haben aus meiner Sicht also gefragt, also wieso kann ich alles so bleiben, wie es ist, weil Sie selbst die Antwort darauf gegeben haben. Es gibt eben Menschen, so wie ich, die glauben, dass es nicht richtig ist, dass man in einem Verein Mitglied sein muss und 7.000 Euro beispielsweise aufbringen muss. Es gibt auch Leute, die dann schlicht nicht irgendeiner Weise von jemandem unterstützt werden wollen, die sozusagen, also es gibt Menschen, die sind stolz, sie wissen nichts von den Vereinen, die wollen schlicht und ergreifend, dass ihr sie behandelnder Hausarzt sie unterstützt oder zumindest jemand vermittelt. Niederschwellig, ohne dass man irgendwo vereinigt. Also sagen, es gibt auch sonst kein Grundrecht, was ich abschützen lassen muss, indem ich irgendwo einen Verein Mitglied bin. Und daher ist es meine, also ich respektiere das, was sie tun. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die zum Beispiel also aggressiv gegen die also Gewinnmöglichkeiten, die sie dort also vorgetragen haben, polemisiere, aber ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir uns verbessern können und wo wir an der Notwendigkeit von Vereinsmitgliedschaften vorbeikommen. Also Sie sind für Begleitung zum Suizid. Bitte? Sie sind für Begleitung zum Suizid. Ganz grundsätzlich ja, das habe ich ja ausgeführt, aber ich bin eben der Meinung, dass wir da die Ärzte stärker in die Pflicht nehmen sollten und dass wir darüber hinaus also bestimmte Kriterien also umsetzen sollen, um zu vermeiden, dass vermeidbare Suizide vollzogen werden. Und da also, stimme ich Herrn Kusch sogar zu, dass dafür eine deutlich bessere Ausbildung der Ärzte notwendig ist, als wir sie derzeit haben, geschweige denn die Medizin. Aber Sie wollen es nicht verbieten. Gut, jetzt geht es mal an, was ist unser Erster? Nicht unser Strafrecht, genau. Aber das Selbstbestimmungsrecht zu entscheiden, von Menschen zu entscheiden, ob sie sich an den Arzt wenden, Angehörige oder Vereine, das will ich nicht beschneiden. Und das würde ja die gegenwärtige Rechtslage hergeben. Deshalb, wir haben das ja schon diskutiert, wäre es eigentlich gar nicht notwendig, weil auch Ihr Fall auf einer anderen Ebene klärbar wäre für die Ärzte. Zu den Mehrheiten in der Bevölkerung, das ist nicht mehrheitsfähig im Bundestag. Was die Mehrheit der Bevölkerung zurzeit zu diesem Thema denkt, ist nicht mehrheitsfähig im Bundestag. Punkt. Das ist eine Debatte, auf die lässt sich gar niemand ein im Bundestag. Es gab nur eine einzige Person, die das gemacht hat in der Debatte, die sich geoutet hat, das war ich. Aber selbst ich sage ausdrücklich, das ist meine persönliche Meinung, das hat mit unserem Gruppenantrag nichts zu tun, auch wenn ich weiß, dass ich damit einen Schritt in meiner Auffassung zurückgehe. Es ist eben manchmal so, dass man diese Teilschritte gehen muss und zu psychischen Erkrankungen, meiner Auffassung, ich halte es für höchst gefährlich, es grundsätzlich auszuschließen. Es ist immer eine Einzelfallprüfung, aber es ist eine ganz schwierige, gerade in diesen Fällen. Okay, ganz kurz, es gibt das absolute Recht auf Unterlassung von Maßnahmen und da sind Sie bei uns im humanistischen Verband völlig richtig, dass davon zu unterscheiden ist allerdings, dass ich das Recht auf Suizidhilfe, was man dann den Straftätern oder sonstigen oder jedem Menschen zubilligen kann, deshalb da habe ich davon Abstand genommen. Aber mir liegt daran, eine Sache zu sagen, leider auch wieder gegen Sie, Sie sind mir sehr sympathisch, Herr Lauterbach, aber es wird keine ernsthafte Debatte bei Bundestagsabgeordneten geführt. Ich bin mehrfach in Veranstaltungen gewesen, zum Beispiel bei Ihrer Kollegin Eva Högel auf dem Podium und auch bei Sven Schulz. Bei Eva Högel war es so, dass ich konnte sie nicht davon abhalten. Sie hat im Rathaus Charlottenburg behauptet, dass ihr Antrag von Inso und Reimann die Tötung auf Verlangen fordert. Also es ist warm und witzig. Das haben dann auch alle ihr geglaubt.
Und eine andere Sache bei Sven Schulz war es so, das wurde so zerredet, dass der Sven Schulz, der bei uns im humanistischen Verband Mitglied ist, am Schluss sein Statement gegeben hat, er wäre für Selbstbestimmung, jetzt wüsste er aber gar nicht mehr, wofür er stimmen kann. Können Sie gleich meine ganz kurz noch eine Antwort und Herr Kusch und dann lassen Sie es zahlen. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, ich mache mir große Sorgen um die Demokratie in Deutschland. Ja. Seit Jahrzehnten sämtliche Umfragen, dass in dieser Angelegenheit etwa 80-85% der Menschen in Deutschland Freiheit über die Entscheidung am Lebensende wollen. Sie werden sie nur als Minderheit in Anspruch nehmen, aber sie wollen diese Möglichkeit haben. Und ich stelle zunehmend fest, dass Fraktionen im Bundestag zunehmend selbst ihre eigenen Supporter, das war so umfassend zu schreiben, verraten. Die Frau Nahles und die Sozialdemokraten haben bei der Einschränkung des Streiksrechts vor wenigen Tagen ihre Anhänger verraten. Und eine Mehrheit des Bundestags, die nicht informiert ist über die Angelegenheit, lesen ja auf der www.digitas.ch das Protokoll des Deutschen Bundestags vom letzten Herbst. Und meine Anmerkung dazu, da sehen Sie, dass der größte Teil der Leute, die sich da geäußert haben, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und diese Leute verraten wiederum ihre Wähler. Und das hat Folgen. Und die Folgen lassen sich sehen an den Beteiligungszahlen bei den Wahlen. Die Menschen, die Bürgerinnen und die Bürger wenden sich von der Respublika, von den wichtigen öffentlichen Aufgaben und Angelegenheiten ab. Und damit wird diese Tendenz, dass diese Autokraten im Bundestag, die übrigens ja nicht demokratisch gewählt sind zum größten Teil, sondern von Parteigremien ausgelesen werden und an der Schnur geführt werden, wenn du nicht kuschst, werden wir das nächste Mal nicht mehr auf die Liste aufstellen. Das macht mir die größten Sorgen für die Entwicklung der Demokratie. Das ist ein Riesengeheimnis. Ich verlasse diese Diskussion mit größeren Sorgen, als ich sie begonnen habe. Nachdem ich mehrfach von Lauterbach gefragt habe, ob er unseren Verein verbieten will oder nicht, und er nur geantwortet hat, nicht strafrechtlich. Richtig. Naja, Herr Lauterbach, wissen Sie, ob die Polizei mit einer Verwaltungsverfügung unsere Daten dicht macht oder ob daneben noch ein Staatsanwalt steht, der unsere Daten dicht macht, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Mitglieder unseres Vereins völlig egal. Das strafrechtliche Verbot als solches stört uns überhaupt nicht, weil alle Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands unseres Vereins rechtsfrei sind. Ab dem Tag, an dem irgendein Gesetz erlassen wird, werden wir uns an dem Gesetz halten. Es wird niemanden, auch den schärfsten CDU-Abgeordneten, nicht gelingen, irgendjemand von uns ins Gefängnis zu bekommen, weil wir uns an das Gesetz halten. Wir werden, wenn ein solches Gesetz kommt und nach Ihrer Äußerung, dass auch Sie unseren Verein verbieten wollen, wenn auch nicht strafrechtlich, werden wir zwei Dinge tun. Wir werden bis zum letzten Tag der aktuellen Rechtslage alle Interessen unserer Mitglieder schützen. Wir werden bis zum letzten Tag den Mitgliedern, die das grüne Licht in Anspruch nehmen wollen, dieses Recht, das sie in unserem Verein haben, erfüllen. Und ab dem ersten Tag des Verbotsgesetzes werden wir zwei Dinge tun. Wir haben schon jetzt Rechtsanwälte und Juristen in intensiven Gesprächen. Wir werden sofort zum Bundesverfassungsgericht gehen, weil wir, ob ein verwaltungsrechtliches Verbot oder ein strafrechtliches Verbot, unseres Vereins für offensichtlich verfassungswidrig halten. Ist das Verfassungsgericht entscheidet, werden aber Monate, wenn nicht Jahre ins Land gehen. Und für genau diese Zwischenzeit, in der das Verfassungsgericht noch nicht unserem Antrag entsprechend das von Ihnen oder Ihren Kollegen beschlossene Verbotsgesetz für nichtig erklärt, verlagern wir unsere Aktivitäten nach Zürich.
Alles in Zürich ist vorbereitet. Der Verein in Zürich arbeitet mit derselben Kapazität, mit derselben Technik wie der deutsche Verein. Wir können innerhalb von 2 Stunden unsere Kofferpackung nach Zürich gehen und wir werden es tun.